Dann haben wir dies noch und dann natürlich in Russland gab es ja diese sogenannte Pussy Riot. Hier tanzen die auf dem Roten Platz auf einem Gebäude mit dieser Fahne, mit der geballten Faust. Mhm. Aber dann letztendlich, was rauskommt, ist das hier. Ne? Auch eine Demonstration, auch ein Plakat, auch, aber es ist eine Modenschau der avantgardistischen Art, die man dann im selben Jahr in London sehen konnte. Ich weiß nicht, wer das war. Ne? Also so endet letztendlich die Kunst entweder immer im Museum oder auf dem Laufsteg heutzutage. Eine Postkarte, ne? Wir sind Charlie oder sowas. Ja, ja, Art, genau. Jeder zeigt ein Schild und vom Solidarität her und es wird nicht so genauer. Wir können ja nochmal ganz kurz auf die anderen arbeiten, das ist ja nicht mehr viel. Was kommt noch jetzt? Noch? Dies hier, Voyner, ja. Das ist eigentlich Pussy Riot auch, ne? Das können wir mal überspringen. Ne? Können Sie einfach nur schnell sagen, was es ist? Ne? Also Voyner heißt, glaube ich, auf Deutsch Kampf. Und das ist eine Gruppe von Aktivisten in Moskau und in St. Petersburg, die auch so durch Art Performances auf sich aufmerksam gemacht haben. Und eine dieser Performances bestand darin, dass man versucht hat, Polizistinnen, die in U-Bahnen Aufsicht machten, zu küssen. Frau zu Frau. Frau zu Frau, oder ja, es waren hauptsächlich Frauen. Mhm. Denn zu dieser Gruppe gehörte auch dann diese Pussy Riot Musikgruppe. Also das ist mehr so eine anarchistische Gruppe. Und die interessanterweise knüpfen eben gerade nicht an die Arbeiterbewegung an, obwohl sie sicher eher Grund hätten als die Occupy-Leute aus New York, sondern die knüpfen eher so an diese russische Anarchistentradition, Bakunin und so weiter. Und mhm. Ja, okay, ja. Also Klamauk und Selbstzerstörung auch, ne? Dann haben wir hier noch einen Film über die Aufstände des sogenannten Arabischen Frühlings in Kairo. Das hatte eigentlich stattgefunden 2010, aber zwei Jahre danach wurde dann dieser Film fertig und der bestand, wie man hier sieht, zum Teil aus bis zu 8 hier sind es 6 einzelnen Bildern, Split Screen war das. Ne? Und da sah man immer wieder so Smartphone-Aufnahmen von diesem Tahrirplatz. Aber dann wurde auch alles mögliche andere eingeblendet. Hier der März 68, Malcolm X, Slavoj Žižek spricht über die Revolution und warum die unmittelbar einsichtig ist und so weiter. Und hier der afrikanische große Held der Afrobeat-Musik, ne? Ja. Fela Kuti. Und hier sieht man dann noch jemanden, der da eine Ansprache hält. Also da kann man auch sagen, ist auch wieder, also das, was wirklich passiert, ist eigentlich zu wenig. Es wird doch jede Menge hinzugebracht, wie auch bei dem Film von Mark Lane. Ne? Mhm. Also weil das hängt ja auch damit zusammen, dass die Dinge sich einfach nicht selbst erklären. Wenn man einfach so einen Film sieht, Leute mit Fahnen auf einem Platz, woher weiß man, was sie da wollen? Sind das Kommunisten, sind es Faschisten, sind es Rassisten, sind es Feministen und Feministinnen? Ne? Das kann man ja alles sogar auf den ersten Blick ersehen. Ne? Also man muss sozusagen also noch Bedeutung hinzugeben, also untermischen sozusagen, damit man es überhaupt versteht. Na gut, dann machen wir weiter. Wie spät ist es überhaupt? Ja, weiß es nicht. Viertel vor fünf, kann das sein? Ja, das kann sein. Oh, da sind wir zu lange schon. Dann muss ich gleich mal ganz schnell. Hier haben wir noch Picasso Baby, der
soll man sagen, Rap-Star Jay-Z hat 6 Stunden lang in einer Galerie in New York, Pace Gallery, ein Lied gesungen, das er dann immer wiederholt hat. Und er hat es geschafft, dass zu diesem Ereignis eine ganze Reihe von berühmten Künstlern gekommen sind, unter anderem Lawrence Wiener und auch Marina Abramovic, die ihm dann so einen Kuss auf den Kopf gegeben, auf die Stirn gegeben hat und ihn damit sozusagen legitimiert hat. Ja, dann würde ich sagen, den Papst lassen wir mal raus. Oder? Ja, ganz kurz, der Papst ist ja in Südamerika auch beliebt. Nicht der, aber nicht der jetzige. Und das ist jemand aus Leipzig, der aus dieser Leipziger Schule kommt, der so vermeintlich altmeisterlicher Art und Weise, aber doch eigentlich ziemlich trocken. Ne? Also so, das hat jetzt was mit Popkunst auf. Ja, fast schon. Ein bisschen genau. So Deckendance. Ja. Dann haben wir hier die neuen Arbeiten Richard Prince, Instagram-Fotos, einfach so gelassen und vergrößert, was einen riesen Ärger gab, weil die Leute, die die Fotos gemacht haben, sich darüber nicht gefreut haben. Und dann haben wir hier noch die Fabrik von Oscar Morillo. Das ist eigentlich nochmal ganz interessant, da kann man noch 2-3 Sätze schnell zu sagen. Mhm. Also, da wird dann immer gezeigt, dieses Foto, das ist angeblich die Mutter von Oscar Morillo, die selbst in dieser Süßwarenfabrik gearbeitet hat in Kolumbien. Und dann hat Oscar Morillo, der jetzt noch nicht mal 30 ist und eine riesen Karriere hatte, hat diese Fabrik, die in Wirklichkeit so aussieht, ne, also riesig und mit unzähligen Leuten und Fließbändern, die durch verschiedene Hallen laufen, hat er dann wieder aufgebaut in der Galerie Zwirner in New York, wo man aber hauptsächlich dann diesen vorderen Bereich offenbar sah. Ich habe es selbst nicht gesehen, habe mir aber erzählen lassen. Da konnte dann jeder sich auch solche kleinen Süßigkeiten mitnehmen. Und die Produktion fand hier hinter verschlossenen Vorhängen statt. Mhm. Und das ist natürlich auch eigentlich etwas, was uns über diese Produktionsbedingungen und dergleichen ja gar nichts sagt. Ne? Es ist so eine romantisierende Vorstellung. Die Fabrik wird so im kleinen Maßstab, fast so wie so bei Spielwareneisenbahnen, im verkleinerten Maßstab aufgebaut und man kriegt alles umsonst, was ja auch nicht in der Fabrik der Fall ist. Und es ist eben nett und klein und erkennt sogar die Leute, die da arbeiten, seine eigene Mutter hat da gearbeitet, ne? Also es wird irgendwie so vollkommen verharmlost, würde ich sagen, oder? Ja. Aber gerade deshalb hat es natürlich einen riesen Erfolg gehabt. Aber auch eine Art, dass die ganze Fabrik Stimmung zu verwandeln, ne? In einen Kindergarten oder so, einen Kinderplatz, ja. Oder? Genau. Ja, aber... Gut, das war's. Ja, das war's. Professor, ich bedanke mich sehr. Bitte sehr. Ja, vielen Dank.